Hallo. Ja. Ihr kennt mich nicht, aber ich dachte mir, das sollte man ändern, weil ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich dieses Video jetzt gestalten soll. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir meine Kamera geschnappt, mich hier hingesetzt, mir ein Bücherstativ gebastelt. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Und zwar sieht das so aus. Weil, ja, ich habe absolut keinen Plan, was ich sage, wie ich es sage. Und wahrscheinlich rede ich jetzt schon wieder so viel schwachsinniges Zeug, dass die Hälfte von euch sowieso schon wieder mein Video weggeklickt hat. Aber vielleicht gibt es ja auch noch welche, die dranbleiben und gucken. Und zwar habe ich jetzt schon seit längerer Zeit ja, wie sagt man das? Ich gucke mir halt seit längerer Zeit echt gerne die Videos oder Videos von Mädchen an auf YouTube, die halt so über Schminke reden, über Klamotten, die zeigen, was sie sich kaufen, die zeigen, wie sie sich schminken, wie sie neue Make-ups probieren. Ich mache das super gerne nach. Ich habe schon so viel nachgemacht und ausprobiert und ich finde das einfach echt genial, dass man über YouTube einfach so seine Ideen teilen kann und seine Vorlieben, was man macht, wie man es macht, dass man die einfach mit den Leuten teilen kann, die das halt auch gucken, was ja vorübergehend, nee, vorwiegend Mädchen sein werden. Und ich dachte mir, dass, weil ich ja selbst ziemlich interessiert in Mode und in Make-up bin und auch viel zu viel von diesem Zeug kaufe, dachte ich mir einfach, ich werde auch solch einen Kanal erstellen und werde euch meine ja, euch mitteilen, was ich mag, was ich nicht mag, was ich gerne mache, was ich nicht gerne mache, was ich mir kaufe, was ich mir nicht kaufe, meine Tops und Flops, was ich Fehlkäufe habe ich schon so viele durch, da kann ich euch echt. Oh je, was ist das denn? Ja, da kann ich euch jedenfalls echt Geschichten erzählen, die glaubt mir keiner. Ich habe scheinbar meine Strumpfhose vollgekleckert. Egal, damit muss ich jetzt gleich noch raus. Hoffentlich fällt das nicht so auf. Ja, jedenfalls werde ich den Versuch starten und auch ein paar Videos drehen. Das werden wahrscheinlich jetzt am Anfang nicht so viele sein, weil ich einfach vielleicht mir erstmal wirklich Gedanken darüber machen sollte, was ich möchte und was ich drehen möchte. Was ich schon mal sagen kann, ist, es werden bestimmt nicht nur irgendwelche Schminkvideos sein oder was ich gekauft habe und also keine Hauls nur oder Schminkvideos oder Tutorials. Tutorials, ist klar. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich einfach hingesetzt mit dieser Kamera, mit meinem Bücherstativ und angefangen zu drehen. Und jetzt rede ich wahrscheinlich schon, keine Ahnung wie lange, nur Blödsinn. Aber ich denke, das, was ich sagen wollte, kam irgendwie an. Ich denke, ihr habt verstanden, auf was ich hinaus wollte, dass ich jetzt öfters ein paar Videos drehen möchte, sie hochladen möchte. Und dann wird man ja sehen, wie die Leute, die das dann sich angucken, darauf reagieren. Also wie ihr darauf reagiert. Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Ich werde gleich noch ein Video danach drehen mit. Und zwar, da muss ich kurz eine Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, mein Video ist noch nicht aus. Ich glaube nicht. Ich habe letztens, wann war das? Samstag, Freitag. War ich leider Gottes wieder shoppen und ich habe viel mitgehen lassen und ich habe auch, ich glaube, zwei Sachen habe ich mir gekauft. Die hat Easy Peasy, ich habe jetzt vergessen, wie sie weiter heißt, also Ishka, Ishta, Ishka, Ishta, ich glaube Ishta, hat sie in einem Video, also es waren ihre Favoriten sozusagen und dann dachte ich mir, naja, kannst du ja mal ausprobieren und die habe ich mir jetzt auch gekauft und dazu möchte ich auch was erzählen und das wird wahrscheinlich im nächsten Video kommen und das ist mir jetzt total peinlich, dass ich ihren Namen nicht aussprechen kann. Ich hoffe, wenn du dieses Video siehst, du verzeihst mir, aber ja. Ach so, ja, mein Name ist Steffi, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Wird Leute aber auch in meinem YouTube-Namen zu sehen sein. Ich habe mir noch nicht mal Gedanken über einen YouTube-Namen gemacht. Das ist echt krass. Das ist jetzt voll die spontane Aktion und ich hoffe,
dass die jetzt nicht nach hinten losgeht und ich mich hier nie wiedersehen lassen kann. Und ja, also ihr werdet in Zukunft wahrscheinlich öfters Videos von mir sehen. Und wenn ihr jetzt schon irgendwelche Wünsche habt, was wahrscheinlich endlich der Fall sein wird, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das umzusetzen. Ich habe jetzt auch nicht so die perfekte Kamera, sieht aber wahrscheinlich das Licht jetzt auch total behindert. Es scheint zwar die Sonne, aber irgendwie kommt die Sonne nicht in meinem Zimmer an. Da muss ich mir eine Lösung einfallen lassen. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt dieses Video mir angucken und wahrscheinlich ins Fäustchen lachen und dann wahrscheinlich nochmal 3 Wochen überlegen, ob ich es hochlade. Aber es ist eigentlich nicht. Ich habe ja Zeit. Ja, das wollte ich loswerden. Das bin ich losgeworden. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Genießt das Wetter und wir sehen uns bestimmt ganz bald. Tschüss!